Ich heiße Fatma Nurtopalolo, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Lauenburg, aber ursprünglich komme ich aus der Türkei, aus Izmir. Mein Opa ist damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, also dementsprechend bin ich die dritte Generation. Ich studiere derzeit Lehramt, also Gymnasiallehramt mit der Fächerkombination Deutsch und Philosophie. Und ich arbeite auch als Werkstudentin an einer Schule, wo ich als Unterstützung diene, Übungsstunden übernehme oder Vertretungsstunden. Was ist die Mutterspruch und wo viele Sproken schnackst du überhaupt? Ich komme ja ursprünglich aus der Türkei und dementsprechend ist meine Muttersprache Türkisch. Aber ich beherrsche die deutsche Sprache, die türkische, die englische, Französisch und Arabisch kann ich lesen, aber ich kann es noch nicht verstehen, da bin ich noch dran. Genau, und Plattdeutsch lesen und verstehen tue ich auch. Gibt es ein Trennen zwischen den Sprachen, wenn du zum Beispiel an Schule und an die Arbeit denkst, wenn du an Behörden denkst, an offizielle Socken, dann ist das bestimmt auch Hochdeutsch, wirkt jetzt mal sagen, also zumindest gerade mir das so. Aber wenn du zum Beispiel an die nächste Ethnie denkst, muckst du das denn ob Türkisch oder ob Deutsch? Vertell mal. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, es gibt eine klare Trennung in meinem Kopf zwischen den Sprachen. Also, das ist quasi schon so ein automatischer Prozess geworden, dass, wie du schon sagtest, wenn ich an Behörden oder an die Schule denke, dass es auf Deutsch stattfindet, auf Hochdeutsch. Aber wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Familie bin oder allgemein etwas gerade tue, was mit der Türkei zu tun hat oder mit der türkischen Sprache, dann switche ich automatisch auf das Türkische um. Und ich merke das quasi gar nicht mehr. Also es passiert wirklich komplett autonom. Hochdeutsch ist immer alles, was mit Schule, Studium, mit meinem Umfeld zu tun hat, bis auf die Familie. Da ist nämlich der Punkt, wo dann das Türkische kommt. Wenn ich mit Mama spreche oder mit meinem Papa spreche oder allgemein mit Verwandten spreche, dann passiert das auf Türkisch. Du hast recht, als du in Kindergarten gekommen bist, hast du bloß Türkisch schnackt. Wäre das komisch mit all den Kindern, denn ob einmal Deutsch schnacken, an der Sprache, wie hast du die verständigt? Woanders hast du Deutsch lehrt? Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr so genau erinnern, aber es ist quasi gezwungen gewesen, in dieser Umgebung Deutsch zu sprechen, da mich ja kein anderer verstehen konnte. Und unter den Kindern ist es meistens sowieso so, dass sie sich gegenseitig etwas beibringen, bewusst und unbewusst. Und dementsprechend habe ich da die deutsche Sprache gelernt. Füllst du die in beide Sprachen, Deutsch und Türkisch, füllst du die dort zu Hus? Wirst du dazu singen? Ich finde, es ist eine Herzensangelegenheit, beide Sprachen sprechen und verstehen zu können. Ich finde die türkische Sprache und die türkische Kultur sehr schön, aber genauso schön finde ich auch die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Und dementsprechend fühle ich mich bei beiden Sprachen und bei beiden Kulturen zu Hause. Du hast bei dem Plattdütschen Les, Wettstreet, Schölers Les Platt mitmogt. Dobi, hast du ziemlich viel Erfolg. Wäre das dein erster Kontakt zu Plattdütsch? Vertell doch mal, wie bist du an Plattdütsch gekommen? Ja, also tatsächlich war das wirklich der erste Schritt, sage ich mal, in die plattdeutsche Richtung. Also in der Schule wurden immer plattdeutsche Lesewettbewerbe veranstaltet, wo man erstmal in der Klasse vorgelesen hat und der Gewinner dann gegen andere Klassen angetreten ist und das dann immer so weiterging bis zum Kreisentscheid. Und ja, das war schon der erste Berührungspunkt für mich. Ich habe in der 5. Klasse schon angefangen, dort Plattdeutsch zu lernen und die Sprache zu verstehen und das auch lesen zu können. Und das ging immer so weiter, bis ich dann irgendwann beim Kreisentscheid dabei sein durfte und auch sehr erfolgreich sein konnte. Und ich würde eigentlich schon sagen, dass eine besondere Person mir da immer zur Seite stand und mich da auch unterstützt hat. Das war meine ehemalige Deutschlehrerin, Frau Binzus hieß sie. Genau, und durch sie bin ich eigentlich auf diese plattdeutsche Sprache gekommen. Also in der Klasse bin ich immer Erste geworden und als ich dann gegen andere Klassen angetreten bin, bin ich das erste Mal Dritte geworden und beim zweiten Mal, als ich dann noch einmal, also es noch einmal stattgefunden hat, wurde ich dann Erste, dass ich auch zum Kreisentscheid gegangen bin und dort bin ich, glaube ich, Zweite geworden. Was hätte dich an Plattdütsch interessiert? Du hast ja nun ganz anderen Achtergrund, du hast familiär keinen plattdütschen Buddeln. Was hätte dich an diesem Spruch so interessiert, dass du die du auch so
Rinn geben hättest und die so Milch geben hättest und erfolgreich wärst? Also ich persönlich finde die deutsche Geschichte und die deutsche Sprache im Allgemeinen besonders interessant. Und ich finde, dass das Plattdeutsche eben dazugehört und dass das leider ein wenig verloren gegangen ist mit der Zeit. Aber als ich dann die Sprache das erste Mal gehört habe, fand ich das wirklich sehr interessant, weil sie ja schon ganz anders klang als das Hochdeutsche. Und das hat mich schon ein bisschen gefesselt, dass ich immer mehr darüber erfahren wollte. Und ich finde, also ich kann jetzt, glaube ich, für ganz viele Kinder mit Migrationshintergrund sprechen, dass uns Sprachen besonders interessieren und man immer mehr dazu lernen möchte. In meiner Familie gibt es tatsächlich auch zwei, die Plattdeutsch sprechen können. Ach was? Genau, also ich habe zwei Onkel väterlicher Seite. Mein Papa hat zwei Brüder und die sind beide mit Deutschen verheiratet. Okay. Also ohne Migrationshintergrund. Und die beiden haben nochmal einen ganz anderen Kontakt zur plattdeutschen Sprache. Denn die beherrschen die Sprache, ich denke mal auch von ihren Eltern, weil früher war das ja gang und gäbe, dass man auf Plattdeutsch gesprochen hat. Mhm. Und von denen habe ich eigentlich auch schon so ein bisschen was aufschnappen können, aber auch erst nach den Wettbewerben. Denn dadurch habe ich überhaupt gemerkt, dass sie die Sprache beherrschen. Okay. Was ist der Unterschied von Plattdeutsch, Totürkisch und Hochdeutsch? Der Klang, der Farbe, hat das eine besondere Melodie? Hat Plattdeutsch vielleicht einen besonderen Flow, auch den Türkisch und Hochdeutsch nicht hat? Was würdest du da singen? Ich persönlich finde, dass das Plattdeutsche in der Sprache eher weicher und runder klingt und das Hochdeutsche eher, ich würde sagen, stärker und so ein bisschen, wie soll ich beschreiben, so ein bisschen präziser klingt. Also die Sprachstruktur ist da ein bisschen anders. Und zum Türkischen unterscheidet sich das auch schon, ich würde sagen, in dem Klang und in der Melodie. Ich kann ja einmal die Frage vielleicht auf das Türkische übersetzen, weil dann könnt ihr auch hören, dass da schon ein Unterschied herrscht. Im Türkischen würde die Frage lauten, Eski Almancanın ve yeni Almancanın ve Türkçenin arasındaki fark ne? Was ist der Unterschied? Jummerswetter sind Kinder mit Migrationsachtergrund unter der Gewinner bei Leswetrit auf Chance, sie in ihr Familien keinen Kontakt haben zu Plattdeutsch. Was meinst du, ist der Grund dafür? Ich denke, es gibt viele Gründe dafür. Zum einen würde ich sagen, dass eben diese sprachliche Vielfalt in der Familie ein Grund dafür sein könnte, dass dieses Interesse für Sprachen geweckt wurde und dazu eben auch das Plattdeutsche gehört, weil man das ja, wie schon erwähnt, in der Schule, wenn man in der Schule damit in Berührung kommt, dass man dann auch ein Interesse für die Sprache entwickelt und dementsprechend diese Sprache auch erlernen möchte. Ich glaube aber auch, dass es viel mit Integration zu tun hat, weil man möchte sich dazugehörig fühlen. Man möchte zeigen, dass man eben auch diese Sprache beherrschen kann, wenn man das möchte. Und das ist ein Appell an alle, dass eigentlich jeder Plattdeutsch sprechen und auch lernen kann, wenn man es wirklich möchte. Du sagst, Spruch und Integration sind ganz wichtige Elemente. Kannst du dir bitte was von erzählen, vielleicht auch mal ein Beispiel oder so? Ja, ich finde, zur Sprache gehört immer die Integration. Wenn man an einem Ort ist, wo eine ganz andere Sprache gesprochen wird, dann muss man diese Sprache lernen und auch diese Sprache sprechen können und sich eben auch anpassen. Und ich glaube, das ist das, was viele Kinder mit Migrationshintergrund können. Sie können eben dieses Switchen unter den Sprachen und auch unter den Kulturen, dass sie wissen, an welcher Stelle was gerade angebracht ist. Einige sagen ja, man, die habt das so schwer, die müssen erstmal richtig Deutsch lernen. Man hat ja immer wieder diese Diskussion, erstmal richtig Deutsch lernen. Deswegen sollte überhaupt gar nicht erst mit Plattdeutsch anfangen. Wichtig ist ja, dass sie erstmal Hochdeutsch lernen. Also ich finde, das gar nicht. Also ich finde überhaupt nicht, dass das ein bisschen schwieriger sein könnte, wenn man beide Sprachen gleichzeitig lernt. Mhm. Auf keinen Fall. Das sieht man ja auch an mir jetzt zum Beispiel, dass ich eben Türkisch und Deutsch quasi nicht, zwar nicht genau gleichzeitig, aber schon, ich würde schon sagen, dass man mit beiden Sprachen zur selben Zeit konfrontiert wurde. Und ich denke, dass dasselbe eben auch mit dem Hochdeutschen und Plattdeutschen ist, dass wenn man in der Schule beispielsweise Hochdeutsch und Plattdeutsch anbieten würde, dass man da eigentlich nicht durcheinander kommen würde, weil wenn es einen bestimmten Lehrer gibt, der das Plattdeutsche unterrichtet und einen bestimmten Lehrer gibt, der das Hochdeutsche unterrichtet, dann switcht das Gehirn eigentlich
automatisch rüber, dass ich mit dem einen Lehrer auf Plattdeutsch spreche und mit dem anderen Lehrer auf Hochdeutsch, so wie es bei mir jetzt mit dem Türkischen und dem Deutschen ist. Ich weiß, mit wem ich Türkisch spreche und mit wem ich auf Deutsch spreche. Und das ist als Kind nicht anders. Viele erziehen ja auch die Kinder so, wenn zum Beispiel ein Vater, der Vater der Familie zum Beispiel Türkisch spricht und die Mutter jetzt Deutsch, dass die Mutter nur auf Deutsch mit dem Kind spricht und der Vater nur auf Türkisch und das Kind dann selber weiß, mit wem es wie spricht. Und genau das, denke ich auch, könnte man mit dem Plattdeutschen machen. Wenn du so richtig Ude Hüftrut singen musst, was machst du an Plattdeutsch gern? Gibt das irgendwie was, was du besonders gern machst an diesem Spruch oder was die so zu Pfoten kriegt? Ich finde, der Klang und die Melodie, ich finde, das Plattdeutsche klingt richtig niedlich. Also ich finde schon, aufgrund der vielen Üs, finde ich schon, dass es sehr, sehr süß klingt. Also eigentlich ist es wirklich der Klang und die Melodie und dieser Flow im Plattdeutschen, dass man kommt da schnell rein. Deswegen würde ich auch sagen, dass man die Sprache eigentlich schnell lernen könnte. Was würdest du sagen, können die Deutschen und die Plattdeutschen von der Türken, sich von der türkischen Kultur sich aufkicken? Ich würde sagen, zum einen der Zusammenhalt. Ich finde, dass die türkische Kultur oder beziehungsweise türkischstämmige Menschen einen sehr, sehr starken Zusammenhalt haben untereinander. Und das, finde ich, sollte vielleicht auch vermehrt hier in Deutschland vorkommen, dass eben auch hier die Menschen untereinander sich mehr unterstützen, mehr Nächstenliebe zeigen. Und vor allem finde ich auch, dass man stolz auf sich selbst sein kann. Ich sehe das sehr oft, dass sehr viele Deutsche nicht besonders stolz auf ihr Land und auf ihre Kultur sein können, vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit von Deutschland. Aber ich finde, dass man das schon ein bisschen mehr zeigen kann. Deutschland ist toll und dafür kann man auch stolz sein. Würdest du sagen, dass man Kinder mit Migrationshintergrund Motmuckenschaltisch strukturieren? Würdest du das schon sagen? Auf jeden Fall. Ich finde schon, dass sich das lohnt, das Plattdeutsche zu lernen und auch sprechen und lesen zu können. Vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund, weil ich würde sagen, dass wir eher in den Hintergrund rücken, weil wir vielleicht auch nicht von jedem immer direkt anerkannt oder wertgeschätzt werden, gleichermaßen. Und ich denke schon, dass das ein großer Schritt sein könnte, um zu zeigen, schaut mal, wir gehören auch dazu, wir sprechen die Sprache auch, wir verstehen sie auch, dass wir vielleicht dadurch zeigen können, dass wir eben auch ein Teil von Deutschland sind.